In meinem letzten Video habe ich euch ja erzählt, welche Buchverfilmungen ich auf jeden Fall noch gucken muss. Und ich dachte mir, ich drehe es dieses Mal einfach um und habe mir mal 5 Bücher rausgesucht, wo ich mir wirklich eine Buchverfilmung oder auch Umsetzung in einer Serie wünschen würde, beziehungsweise wo ich es mir halt vorstellen könnte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem Buch an, das sehr, sehr viele kennen und wo das auch schon sehr oft erwähnt wurde. So, es geht nämlich als erstes um Selection von Kira Cass. Ich weiß, dass viele schon gesagt haben, dass das eine Reihe ist, die unbedingt verfilmt werden soll oder wo eine Serie rausgemacht werden soll. Und ich glaube, das stand ja sogar auch schon mal irgendwie in den Sternen, irgendwie in Planung, dass da irgendwie was gemacht werden sollte. Ich weiß gar nicht, ob das nur eine Idee war oder ob da wirklich mal dran gearbeitet wurde. Ich habe keine Ahnung. Aber ich mochte Selection halt sehr gerne. Ich habe bis jetzt halt nur die ersten 3 gelesen. Es gibt ja insgesamt 5, aber ich glaube, die letzten beiden kann man getrost auch vergessen. Beziehungsweise die ersten 3 sind an sich schon abgeschlossen. Und hier geht es ja um ein Königreich, was halt auch in verschiedenen Kasten aufgeteilt ist. Und der Prinz, der hat die Aufgabe, eine Prinzessin, also eine zukünftige Königin zu suchen, und zwar aus dem Volk. Und das Ganze macht er in einer Art Bachelor-Verfahren, wie die TV-Serie, die ihr vielleicht kennt. Denn er ist quasi der Junggeselle, der gut aussehende Mann, um den sich alle Weiber reißen. Und es werden eine kleine Auswahl an Frauen eingeladen und die kämpfen quasi in so einer Show und natürlich auch außerhalb von Kameras um das Herz von Prinz Maxen, um die neue Königin zu werden. Ich habe mir erst gedacht, das klingt einfach total Banane und den Bachelor gucke ich eigentlich auch überhaupt nicht gerne. Aber hier war es schon ziemlich cool, vor allem weil halt auch noch ihre heimliche Liebe plötzlich auftaucht, die sie aus dem alten Heim, aus der alten Heimat so hat, was natürlich wieder sehr viel Trubel ist. Aber ich finde das eigentlich sehr schön und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine süße Serie oder sowas ergibt. Deswegen Selection auf jeden Fall mein Buch Nummer 1 für eine Verfilmung, die ich mir gerne wünschen würde. Ja, ich glaube, bei dem ein oder anderen Tag gab es auch schon mal so eine Frage, welches Buch man sich als Buchverfilmung wünscht oder vorstellen könnte. Und da habe ich tatsächlich immer Eden Academy gesagt von Lauren Miller. Eden Academy, du kannst dich nicht verstecken. Das Buch ist wirklich schon etwas her, dass ich das gelesen habe. Aber ich weiß auch, dass es hier um Rory geht und sie an der berühmten Eden Academy zugelassen wird. Das ist nämlich so eine Elite-Uni, also eigentlich eher ein Internat, denn die wohnt da ja auch. Und wir sind so minimal in der Zukunft. Nicht, dass es mega abgespaced ist und utopisch, sondern dass die Technik schon ein bisschen weiter ist und da sehr guten Fortschritt gemacht hat. Und in dem Buch wird halt so ein bisschen thematisiert, dass plötzlich alle so eine App haben und irgendwie, ja, ist die sehr, sehr komisch. Und dann hat sie hier auch noch den geheimnisvollen North, den sie trifft, der natürlich auch noch ihre Aufmerksamkeit benötigt. Aber es passieren halt so einige seltsame Dinge an dieser Eden Academy und sie hat das ungute Gefühl, dass sie auch noch verfolgt wird. Und ich habe mal gesagt, das ist so eine Story, die fand ich eigentlich sehr interessant. Und hätte ich mir wirklich als Film, also einfach nur ein Einteiler, hätte ich mir super gut vorstellen können, weil das Ganze auch ein Einzelband ist. Deswegen auch ein Buch, wo ich sage, das könnte ich eigentlich nochmal rereaden und auch als Film sehen. Ja, bleiben wir bei einer Buchverfilmung von einem Einzelband. Und zwar geht es um Elanus von Ursula Posnansky. Das ist das einzige Buch, was ich bis jetzt von der Autorin gelesen habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass das als Film auch ziemlich cool ist, denn hier geht es ja um Jona. Und Jona ist sehr klug und weiß sehr viel für sein Alter, sodass er auf so eine, ich weiß gar nicht, was das war, so eine Uni, so eine Schule auf jeden Fall gehen kann, die ein bisschen weiter weg ist, wo halt so Hochbegabte oder Leute mit sehr viel Geld unterrichtet werden. Und dafür ist er halt bei so einer Art Pflegefamilie, wo er dann untergebracht ist während der Zeit. Und ja, es passieren so einige merkwürdige Dinge da, Mord zum Beispiel. Und Jona hat dann auch noch ein kleines Hobby, was ihm auch noch zum Verhängnis wird, denn er hat eine Drohne mit Mikrofon und Kamera und die nimmt eines Tages auch etwas auf, was er lieber nie hätte sehen sollen. Also ich fand, das war ziemlich, ziemlich spannend. Es ist ja ein Jugendthriller und ich lese ja sowas eigentlich nicht unbedingt, aber das hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Ich mochte auch Jona, auch wenn der irgendwie ein bisschen, mal ein anderer Protagonist einfach war. Und ich könnte mir hier auch vorstellen, dass man das super als spannenden Film verpacken könnte und deswegen ist das mein Buch Nummer 3 für eine Buchverfilmung, die ich mir wünschen würde. Jetzt zeige ich euch eine Reihe, wo ich ja sehr hinterhergetrauert bin, dass es Band 3 nicht auf Deutsch geben wird.
Es geht nämlich um Constellation gegen alle Sterne. Ihr seht schon, ich habe so ein bisschen ja, Jugendzeug, ein bisschen Fantasy, Thriller und jetzt halt auch noch Sci-Fi. Denn hier in Constellation, ja, da haben wir eine sehr merkwürdige Welt, denn ja, die Menschen sind auf verschiedene Planeten verteilt und Noemi, die versucht ihren Heimatplaneten zu retten und zu beschützen. Sie ist da in so einer Art Armeegruppe und ja, um für eine verletzte Freundin Hilfe zu holen, ist sie auf so ein ja, gestrandetes Schiff geklettert, wo niemand ist außer Abel. Und Abel ist kein Mensch aus Fleisch und Blut, das wird ihr sehr schnell klar, aber was genau er ist und ja, wie die beiden dann die nächste Zeit zusammen verbringen, denn Abel hat das große Problem, dass er dem ranghöchsten Menschen auf diesem Schiff halt dienen muss und das ist Noemi in diesem Fall. Die beiden verbringen auf jeden Fall noch viel Zeit miteinander, werden viele Abenteuer bestehen und ich mochte wirklich diese Reihe so gerne. Also wenn ich schon freiwillig Geschichten lese, die im Weltall spielen, wo so ja, typische Science-Fiction-Elemente auch drin sind, dann heißt das schon was. Und ich fand einfach die Protagonistin toll, ich fand es toll geschrieben, ich mochte wirklich alles. Und dann wird mir gesagt, der dritte Band wird nicht übersetzt. Ich war mega traurig, aber ich glaube, hier könnte man wirklich eine tolle Trilogie auch rausmachen, so dass jeder Band vielleicht ein Film wäre oder man kann da auch natürlich eine Serie rausmachen, wäre auch kein Ding. Aber das wäre wirklich was, was ich mir im Fernsehen angucken würde. Also von daher, Constellation gegen alle Sterne hat auf jeden Fall Potenzial für einen Film. Ja, und zum Schluss kommt natürlich jetzt auch noch was fürs Herz. Es wird auch ein bisschen kitschig, aber ich könnte mir das super als so mega kitschigen, ja, romantischen Film vorstellen. Es geht um Love to Share von Beth O'Leary. Liebe ist die halbe Miete. Das ist ja wirklich einer der wenigen reinen Liebesromane, die mir wirklich, wirklich gefallen haben. Und hier geht es ja um Tiffy und um Leon und Tiffy braucht halt eine günstige Bleibe und Leon braucht Geld. Und weil die beiden ja, unterschiedliche Schichten haben, also einen Arbeitsablauf, Tiffy arbeitet halt tagsüber und schläft dann abends und bei Leon genau umgekehrt, der hat meistens Nachtschicht und ist dann morgens da, wenn Tiffy auf der Arbeit ist. Bedeutet, die beiden teilen sich eine Wohnung, die komplett gleiche Wohnung, ein Bett, aber eben zu verschiedenen Zeiten. Die beiden sind sich auch noch nie begegnet und fangen aber natürlich irgendwann an, doch mal ein paar Nachrichten auszutauschen, was ja auch ganz wichtig ist für so eine Wohnung. Allerdings über so Post-its oder mal über Zettelchen. Und ja, die beiden lernen sich dann auf die Art und Weise eben immer mehr kennen. Und zeitgleich haben wir aber auch Tiffys Ex-Freund, der so ein paar Problemchen macht. Es ist wirklich, ich mochte die beiden unheimlich gerne. Ich fand, Tiffy war ein sehr schöner Charakter, sehr lustig, sehr, ja, man konnte sich irgendwie in sie reinversetzen. Auch wenn ich am Anfang so mit Leons Schreibstil so ein bisschen Problemchen hatte, weil das ist aus beiden Sichten immer geschrieben, mal seiner, mal ihrer. Was wiederum aber ja sehr gut ist, weil Leon am Anfang so ein bisschen distanziert wirkt und der Schreibstil deswegen auch ein bisschen komisch wirkt, aber das hat ja alles seinen Sinn. Und ich fand das Buch einfach toll. Und ich glaube, das als romantische Komödie oder sowas, das wäre definitiv sehenswert. Denn ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren da lassen, ob euch eins dieser Bücher als Film auch in die Kinos locken würde oder als Serie dann halt vor den Bildschirm zu Hause. Und vor allem, gibt es irgendein Buch, wo ihr persönlich sagen würdet, boah, das möchte ich unbedingt als Film haben oder als Serie? Ich meine hier die Grisha-Trilogie bzw. dieses ganze Grisha-Verse wird ja jetzt schon als Serie demnächst auf Netflix laufen. Da bin ich sehr gespannt, was da fabriziert wird. Deswegen habe ich das mal außen vor gelassen und muss das ja gar nicht nennen, weil das kommt ja irgendwann. So, deswegen lasst mir gerne eure Meinung zu den ganzen Sachen da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Ciao!